Riese und Müller weitet das Angebot an E-Lastenfahrrädern in der Packster-Serie aus. Eines der Highlights für 2018 bei Riese und Müller in der Packster-Baureihe ist das Packster 40. Es ergänzt die Packster-Baureihe mit den ganz besonders großen Ladeflächen von 60 oder sogar 80 cm um ein besonders leichtes und kompaktes und wendiges Lastenrad. Das neue kompakte Packster mit 40 cm Ladelänge ist 2,23 m lang und wiegt unter 30 kg. Es ist mit verschiedenen Aufbausystemen erhältlich, etwa der Box aus beschichtetem Holz. Hier können die verzurrten Seitenwände entfernt oder abgeklappt werden. Das Carry-System wiederum besteht aus einer Metallreling mit gepolsterten Seitenwänden aus wetterfestem und wasserdichtem Material. An der Reling lassen sich auch Packtaschen anbringen. Im Inneren des Carry-Systems ist Platz für einen komfortablen Kindersitz mit 5-Punkt-Gurt. Sowohl für Box- als auch Carry-System ist ein versperrbares Fach im Ladeboden erhältlich. Auch gibt es wasserdichte Persennings, um die Ladung vor Blicken und Schlechtwetter zu schützen. Das Packster 40 ist auch mit Doppelakkusystem mit Kapazität bis zu 1000 Wattstunden verfügbar. Somit verdoppelt sich auch die Reichweite. Je nach Fahrweise und Unterstützung verheißt das Display dann Reichweiten rund um 300 Kilometer. Das Packster ist mit hochwertigen Beleuchtungsanlagen ausgerüstet. Der Lenker ist höhenverstellbar. Eine gefederte Sattelstütze ist ebenfalls erhältlich. Die souveräne Scheibenbremsanlage sorgt für sichere Verzögerung. Und wer mal mehr laden will, kann das mit dem optionalen Gepäckträger problemlos tun. Die Packster 40 Preisliste startet mit dem Modell City mit Bosch Active Cruise Antrieb, 400 Wattstunden Akku und 8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung um 4.079 Euro. Das Touring um 4.489 Euro verfügt über den Bosch Performance CX Antrieb, 500 Wattstunden Akku und 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung. Weitere Versionen mit dem stufenlosen Novinci Getriebe und Riemenantrieb sind ebenso erhältlich wie die 45 km/h schnellen S-Pedelec Varianten. Die Dual-Battery-Option ist gegen Aufpreis bestellbar und kostet je nach Version ab ca. 920 Euro. Alle Daten und Preisangaben entsprechen dem Stand von Jänner 2018.